war, das kann ich mitnehmen. Hallo everybody, sexy people aus einer anderen in der Internetleitung. Willkommen zurück zu Minecraft Legends. Zu einer etwas speziellen Folge, denn es ist eigentlich noch nicht neue Woche, aber ich habe eine Genehmigung, eine Genehmigung bekommen, dass ich hier weitermachen darf. Unsere Erze sind, glaube ich, alle, die sind alle schon durchgelaufen. Krass. Ich hatte nämlich eigentlich angefragt, ob jemand eine Enderperle hat, war aber nicht der Fall, leider. Man sieht, wir haben auch genau einen einzigen Diamant, was ziemlich unpraktisch, also sehr ihr wisst eher, was ich meine. Deswegen werde ich mir jetzt wahrscheinlich eine Rüstung craften und vielleicht auch noch eine einsame String. So machen wir das mal so. Zack. Gut. Das ist erledigt. Ich brauche noch einen Bogen, denn schließlich muss ich jetzt in den Nether marschieren. Um irgendwie eine Chance zu haben, eine Gasträne zu ergattern. Das ist so unter anderem eins, was ich machen muss. Meine Federn haben wir genug, Flints haben wir auch, das heißt, wir haben auch ein paar Pfeile. Das war jetzt uncool. Und dementsprechend probieren wir das einfach mal. Ach Gott, das geht. Wie dumm kann man sich eigentlich anstimmen bei Craften, ey? Ist das eine berechtigte Frage, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das wird. Also ich hoffe eigentlich, dass es nur sehr kurz wird. Alternativ, ich musste nämlich zwei wesentliche Sachen eigentlich machen. Die noch zu tun sind, von denen ich wahrscheinlich keine schaffe. Aber ja, komme ich jetzt leider nicht drum rum. Also ich muss einerseits in Nether für die zwei Gas drehen. Andererseits, was eigentlich viel wichtiger ist, was ich jetzt zuerst mal mache, ist, wie viel Eisen haben wir hier drin? Ist so viel. Und ich meine, wenn ich den schmelze, kriege ich doch eh... Ah ne, nicht. Okay, dann machen wir das so. Schmelze das mal ein Stack Eisen. Sorry für die Verschwendung. Haben wir echt keine Kohle mehr? Ah doch, haben wir. Geil. Schmelze erstmal noch Eisen, das brauchen wir eh noch. Und dann ist halt das nächste, was wir machen müssen. Also entweder ich mache den Klassiker mit Blockbreakern. Ich brauche nämlich einen Cobblestone-Generator. Und da brauche ich einen Redwood Wafer. Okay, ja, die sind eigentlich sehr billig. Die sind eigentlich deutlich billiger wahrscheinlich als die ganze andere Sache. Nee, sind sie gar nicht. Das kann ich gar nicht machen. Okay, gut, dann müssen wir das anders machen. Da brauchen wir eine Lava Intake. Wie teuer ist der denn? Ja. Okay, das geht eigentlich voll. Wir haben eh noch 11 Karten. Das kann man eigentlich alles machen. Okay. Gut, dann bauen wir jetzt nämlich einen Advanced Cobblestone Generator, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht wirklich advanced, aber er ist cooler als den manuellen da, den jeder kann, sage ich jetzt mal. Weil haben wir unten eigentlich eine unendliche Wasserquelle?
Ja, hier. Oh. Hoppla. Gut, davon brauchen wir halt jetzt irgendwie nochmal welche. Also wir brauchen zwei von den coolen. Aber wir kriegen die Eimer zurück. Das war gut, dass das überlebt hat. Nice. Sehr geil. Dann machen wir davon gleich mal vier. Dann machen wir zwei Lava-Intakes. Kann man das nicht stacken? Ja, doch, komm. Puh. Warte mal, ich könnte das Wasser eigentlich auch aus dem Ding rausnehmen. So. Dann haben wir nur eher noch das Problem, dass wir Lava brauchen. Wobei ich die dann, denke ich, fast auch aus dem Nether holen würde. So, wie teuer sind die denn eigentlich? Der hat 180 EMC. Frage ist, warum hat der 180 EMC? Achso, deswegen. Gut, und das brauchen wir eigentlich eh nichts mehr Besonderes. So, okay, dann erstmal nur noch ein Item-Output. Item-Output. Das ist das Ding. Nee, das müsste eigentlich auch mit dem Output gehen. Das ist ein Dropper. Bauen wir den schnell. Eine Trapdoor brauchen wir auch noch. Also ich hoffe, dass das dann geht. Ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob das hinhaut. Zack. Machen wir gleich mal zwei davon. Und dann machen wir nur noch zwei Modular Sockets. So. Wie baue ich die denn nochmal? Modular Socket. Wir brauchen dafür zwei Electronic Circuits. Haben wir noch genug dafür da? Wir brauchen davon auch zwei. Dafür haben wir aber kein Blei. Haben wir irgendwo noch Lead? Ist die großartige Frage. Impur-Lead, da ist der. Wir haben noch Lead. Aber davon brauchen wir vier, ich depp. Das ist halt jetzt der Vorteil. Wir haben jetzt hier schon mal unsere Ernte erstmal verdreifacht gehabt. Und dadurch konnten wir jetzt immerhin schon mal ein paar Grundsachen klären. Oh, warte mal. Vielleicht ist es irgendwie nicht ganz so sinnvoll, das so zu machen. Das Eisen ist eh bald durch. Wir werden zumindest einen Fichtenbaum aufheben, um einen großen Fichtenbaum heranwachsen zu lassen zu können. Warte, hier ist das Blei. Modular Socket, Power Machine Ding. Haben wir dann noch das hier selber? Ah, da reicht's an Goldnuggets, glaube ich, gar nicht mehr. Und doch, wenn wir zwei rauskriegen, reicht alles. Perfekt. Da haben wir noch zwei Kisten. Okay, das läuft alles super. Das haben wir auch. Zack, zack. Modular Socket. Okay. Dann brauchen wir natürlich noch jede Menge neue Eimer. Haben wir acht Eimer. Warte mal. Eigentlich bräuchte ich wahrscheinlich fast 16 Eimer dafür. Nehmen wir jetzt einmal 10. Und dann noch ein möglichst leeres Inventar.
Aber ich kann dann theoretisch schon, bevor ich das jetzt mache, das Ding irgendwo hinstellen. Also ich hoffe, dass es mit einem Item-Output geht. Dass wir dafür kein Maschinen-Output brauchen. Oh Gott, wir haben hier nur zwei Lava-Intakes, ich Idiot. What, das war ein Lava-Intake? Hä? Dann haben wir hier ein Item-Output. So, und das geht dann hier in eine Stone-Transport. Ach Gott, dafür muss ich ja erstmal noch umstellen mit der Socket Remote. Das ist aber schon Lava Intake, ne? Jetzt. Stimmt, Energy Condensor. Ich meine, das ist eh nicht schlimm. Ja, eh quasi nichts mehr drinnen. So. Und jetzt wollen wir noch kurz Lava aus dem Nether. Pfeile haben wir. Oh, Pfeile, die Pfeile haben wir gar nicht dabei. Na dann, wünscht mir mal Glück, dass ich nicht verrecke. Dann mit Glück holen wir uns auch gleich eine Gastrinne mit. Ich sag jetzt einmal mit Glück. Weil. Und ich hoffe jetzt aber auch, dass die Maschinerie funktioniert, weil ansonsten habe ich echt ein kleines Problem. Weil mein ganzes, ja, meine ganze restliche Taktik, nenne ich jetzt mal, hängt quasi dafür. Oh, was ist das denn? Oh, Appetite, okay. Kann man machen. Gott. Also das Ding ist, Lava sehe ich schon mal. Ich nehme auch mal das Golderz hier schnell mit. Aber in die Lava komme ich eher schlecht dran. Also quasi gar nicht sogar. Und ich sehe auch nur Pikmin und leider keine Ghasts. Na gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wow. Nimm mich mal mit. Ich weiß noch nicht, ob ich das brauche. Oh Gott, diese Silktouch. Ich habe euch Silktouch schon kein Wortchen. Hoppla. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wow, das war knapp. Gut, dass ich das nicht auf. Warte mal, haben wir nicht irgendwo einen Mockbrother da? Nee. Wie ging das denn? Okay, ne. Gibt keinen Mob da, leider. Ich müsste halt einen Ghast finden noch. Eigentlich. Ich höre eins. Wo bist du? Das ist das erste Mal, dass ich mich in meinem Minecraft-Leben über einen Ghast freue, tatsächlich. Komm, Ghast, wo bist du? In dieser Richtung. Sagt die. Ja, da vorne. Oh mein Gott. Ich krieg dich. Bitte drop eine Träne. Ich brauche eigentlich wirklich tatsächlich auch nur eine einzige Gasträne. Denn. Ja, da ist es. Komm mal her. Bisschen noch. Na, du musst nur ein klein bisschen hier auf die Plattform kommen. Ich will deine Träne haben. Oh, Gott, dass ich weg kann. Muss es halt auch ein bisschen triggern. Oh Mann, nach welcher Logik funktionieren denn Ghasts?
Bist du über einem festen... Ich will nicht, dass die Sachen in die Lava fallen. Ich bin voll über der Lava. Aua. Huh. Okay, da ist ja noch eins. Jetzt wird... Oh Gott, das ist hier eine Party. Ja gut, das wollte ich jetzt auch nicht. Ja? Ja, Kinder, so läuft das nicht. Ich will eine Träne von euch. Aber dafür müsstet ihr eigentlich auch herkommen. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich suche nach Lava. Vielleicht habe ich Glück und die Ghasts folgen mir. Müssen sie eigentlich. Sonst wäre eine sehr schlechte Ghast. Vor allem, das sind ja auch ausgerechnet über Lava sehen. Gold. Wow. Danke dafür. Was ist das hier? Koffer. Was ist da sind schon mal zwei Ghasts. Das ist eigentlich so mit eins der Hauptziele, die du hast. Ja? Weil du brauchst eigentlich, ich brauche eine Ghasttrainer. Das wissen die anderen auch. Und das Problem ist, wie soll ich denn in eine kommen? Okay. Das ist zu riskant so. Aua. Das ist aber hart am Eskalieren hier. Au. Wow. Gar nicht mal so unknapp. Na komm. Aua. Oh Gott, ich sterbe gleich. Weg hier. Ich sterbe. Oh Gott, jetzt sind auch noch drei. Oh fuck. Ich sterbe. Ah, okay. Gut. Das wäre jetzt ein ungünstiges Ereignis, sag ich jetzt mal. Gut, dass im Nether keine Chucks jetzt geladen sind. Gut, ich muss jetzt erstmal wieder hin. Werden wir jetzt auch kurz die Steel-Rüstung, die hier noch drin ist, mitnehmen. Nicht das Redstone. Die Steel-Chestplate. Und schauen, dass ich so schnell wie möglich an meine Sachen komme. Das war jetzt natürlich ungünstig. Ich warte eigentlich nur für eine Viertelstunde rauf, also sind wir schon wieder bei 18 Minuten. Ah, Mann. Ich brauche eine blöde Gasträne und Lava. Und ich habe weder das eine noch das andere, bin jetzt im Nether schon gestorben dafür, deswegen. Oh Gott, der Command-Block steht hier immer noch rum. Ja, genau. Die sind jetzt hier halt einfach mal alle da, wo ich war. Bogen. Schon noch kurz Zeug einsammeln, das wir dabei hatten. Und du bist das Mann. Nein! Nein! Es hat keine Träne gedroppt! Das war Nassi! Guck mal, Silkertschatz ist ja gar nicht da. Ah, oh, gut, vorne liegen ja noch Sachen. Gut.
Meine Silktatschacke. Warte, hier, das könnte es sein. Das ist aber nicht die Silktatschacke. Na gut. Könntet ihr euch mal bitte bereit erklären, zu mir zu kommen? Auch immer noch eine blöde Gas. Oh. Der, das andere schwirrt irgendwo da unten rum. Dadurch, dass es jetzt 3 sind, macht es die Sache immer noch nicht besser. Oh Mann. Gasbrennen ist richtig kacke, wenn man nicht fliegen kann. Also Gastrennen ohne Fliegen zu kriegen ist quasi nicht möglich gerade. Nochmal sehr schön deutlich, ich habe meine beste Spitzhacke verloren. Ich bin drin. Ah, jetzt komm mal runter. So. Und wenn der jetzt auch nichts gedroppt hat. Ich sag es dir, wenn der jetzt auch nichts gedroppt hat. Ja, es gibt eine. Jawohl, eine Gastrenne. Super. Schritt Nummer 1. Erzevervierfachung erfolgreich bestanden. Schritt Nummer 2. Ich brauche jetzt auch noch Lava. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass ich hier vorhin extra gewartet habe, bis Gas spawnen. Also Gas. Eine ziemlich blöde Sache, dass ich jetzt auch noch Lava holen muss. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich die jetzt auftreiben soll. Weil runter komme ich. Komme ich hier irgendwo? Warte, vielleicht kann ich hier unten irgendwie zu einem Lavasee graben. Das ist jetzt so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie ich irgendwie. Angst. Nein, hier wäre sogar ein Emerald Ore. Oh Mist. Wie ich mich hier runter buchsen könnte. Denn anders. Also mir fällt sonst jetzt irgendwie kaum eine Möglichkeit ein. Also ich grabe jetzt hier einfach mal auf gut Glück. Nein. Ist hier irgendeine Möglichkeit? Ja, da vorne. Nein, hier ist Nether Ore. Oh shit. Gut, aber da kann man sich hingraben zumindest schon mal. Das ist aber sehr gewagt, sag ich jetzt mal. Quarz kann ich mitnehmen. Okay, kann ich doch nicht. Wieso kann man Netherquarz hier nicht mitnehmen? Zählt einfach mal zu Nether Ores. Ich glaub's ja nicht.